Der Schicht- und Wechseldienst, egal ob S oder K oder OPM, das sind die Einheiten oder die Gruppen, die die belastenden Dienste machen, die müssen eine besondere Wertschätzung erhalten. Und da ist Dutz eine Möglichkeit, diese Wertschätzung zu zeigen. Deshalb haben Bayern und die Bundespolizei diese Zeichen erkannt und haben vielen, vielen Kollegen, die tagtäglich ihre Arbeit machen, mit einer Verdoppelung des Dutzsatzes ein deutliches Zeichen gegeben. In der freien Wirtschaft wird dazu oder dafür 100% mehr bezahlt, gerade an Sonn- und Feiertagen. Und bei der Polizei gibt es nicht einmal 2 Euro oder vielleicht an Feiertagen 2,50 Euro. Dienst zu ungünstigsten Zeiten, gerade bei Nachtdiensten, gibt es bei uns nur von 20 bis 6 Uhr. Und wenn ich jetzt morgens zum Dienstende um kurz vor 6 einen schweren Unfall einfange, wie man das so schön bei uns sagt, muss ich dann den natürlich noch schreiben, weil solche Unfälle können nicht liegen bleiben. Und für diese Zeit von 6 bis 10 bekomme ich keinen einzigen Cent Zuschlag. Die 15., die 16. Stunde, wo man eigentlich als normaler Arbeitnehmer sagt, das geht nicht. Oder wo auch Gerichte schon gesagt haben, das ist dem Arbeitnehmer nicht mehr zumutbar. Ja, und dann unterhalten wir uns mal bei der Polizei über die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage. Ist es unseren Politikern es einfach nicht mehr wert, dass nach 20, 30, 40 und mehr Jahren Polizeizugehörigkeit eine Zulage nicht mehr ruhegehaltsfähig ist? Da sind andere Länder sehr viel intelligenter mit umgegangen. Das ist mir selber nicht verständlich, dass unsere Arbeit das nicht mehr wert sein soll. Ja? Warum schätzt man nicht den Wert unserer Arbeit auf diese Art und Weise, unter Umständen in einer Form der Staffelung? Darüber kann man sicherlich mal diskutieren und reden. Für mich persönlich ist es auch sehr unverständlich, dass wir, beziehungsweise das, was wir leisten, dass wir an den Feiertagen arbeiten, an Weihnachten, während die Familie zu Hause sitzt und wir uns hier die Nächte um die Ohren schlagen, dass das nicht im Verhältnis zu dem steht, wie wir vergütet werden nachts. Ich mache sehr gerne Nachtdienst. Leider führt es mit sich, dass ich Schlafprobleme habe. Ich kann nach dem Nachtdienst nicht schlafen, ich kann vor dem Nachtdienst nicht schlafen. Und wenn man dann bedenkt, wie viel Dutz dabei rausspringt, stellt man sich oft die Frage, warum man das überhaupt auf sich nimmt. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist das, was man aus der freien Wirtschaft hört, dass die teilweise nachts oder an Sonn- und Feiertagen bis zu 100% mehr Gehalt bekommen. Weihnachten kaputt, Ostern kaputt, der ganze Sommer, Feiertage, ich bin nachts nur im Dienst. Und das für etwas mehr Geld, also ein Witz an mehr Geld. 10 Euro mehr Schichtdienstzulage. Also wenn ich mich entscheiden sollte, humorvoll, würde ich eher samstags am Frankfurter Waldstadion Pfandflaschen sammeln, als samstags Dienst zu machen. Und ernsthaft, 6.000 sind im Wechselschichtdienst, plus ungefähr 1.000 mit Kriminaldauerdienst, Ermittler vom Dienst, die unterwegs sind, operative Einheiten. Und durch eine Anhebung der Dutz würde die Politik es schaffen, genau diesen Menschen ein Signal zu senden, dass sie die Arbeit zu diesen ungünstigen Zeiten auch entsprechend wertschätzt. Das wäre endlich an der Zeit. Also wir haben eine ganz klare Aussage gemacht, weil es uns in der Tat um die Wertschätzung der Arbeit geht. Und wir finden, dass in den letzten 15 Jahren da eher das Gegenteil passiert ist, weil es ja nicht nur 42-Stunden-Woche eingeführt worden, sondern auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld gestrichen bzw. gekürzt worden, dass wir die Erhöhung der dienstungünstigen Zeiten, das ist das eine, für zwingend erforderlich halten, weil es seit 2004 keinerlei Erhöhung mehr gegeben hat. Und wir haben einen konkreten Vorschlag gemacht, der befindet sich im Gang des Landtages. Der wird am 21. August auch im Innenausschuss öffentlich beraten. Da kann ich nur zu einladen. Wir haben ein Niveau angenommen, was über allen Bundesländern liegt und über der Bundespolizei. Wir halten das für wichtig, diese Wertschätzung an die Beamtinnen und Beamten der hessischen Polizei zu geben. Wir halten es für zwingend, dass man damit auch mal Wertschätzung ausdrückt. So, die anderen Parteien, denen steht es frei, sich dazu zu verhalten am 21. August. Das wird dort abgestimmt. Und ich werde auch hiermit nochmal sagen, wenn es dort abgelehnt wird, wir werden das nächstes Jahr umsetzen. Die Ruhegehaltsfähigkeit, wir haben damals sehr stark dagegen protestiert, als es abgeschafft wurde. Wir haben deshalb etwas vorsichtig reagiert, weil ich Ihnen, wie die Linkspartei, nicht alles sofort versprechen kann.
Wir haben jetzt eine ganze Runde vorhin darüber diskutiert, wie sind die Gegenfinanzierungen. Wir halten es nach wie vor für richtig, dass die Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen, das ist etwas anderes als das Dienst zu ungünstigen Zeiten, auch wieder eingeführt wird. Aber da müssen wir gucken, wie kriegen wir das finanziert. Wir wollen das angehen, wir wollen die Ruhegehaltsfähigkeit wieder einführen, aber das kann ich Ihnen nicht für nächstes Jahr versprechen. Deswegen waren wir da etwas zurückhaltender. Das ist das Ziel, wir werden das auch tun, aber wir müssen gucken, wie wir das finanziert kriegen und wahrscheinlich wird uns die ein oder andere Überraschung, der Frömmrich hat schon darauf hingewiesen, dass es ja doch in den letzten 15 Jahren da sehr viel Geld auch ausgegeben wurde für Dinge, die wir nicht sinnvoll gehalten haben und es sicherlich sinnvoll ist, sich einen Landeshaushalt dann auch von innen anzuschauen, wenn man an der Landesregierung ist. Deswegen etwas zögerlich in dem Bereich. Ich kann nicht für nächstes Jahr alles gleichermaßen versprechen. Wir werden uns das sehr genau angucken, aber das Ziel ist da völlig klar. Die Ruhegehaltsfähigkeit für die Zulagen müssen auch wieder eingeführt werden. Vielleicht noch eine Ergänzung, operative Einheiten. Da geht es ja um die erstmalige Anerkennung, dass überhaupt für Nachtdienst auch was gezahlt wird. Das haben wir auch in unserem Antrag mit drin. Auch das wollen wir einführen. Ich sage es nochmal, ich habe es eingangs gesagt, es wurde in den Jahren 2003, 4, 5, 6 viel zu wenig ausgebildet, massiv Personal eingespart, auch in Hessen. Und die Besoldungsanpassungen sind gerade nicht 1:1 übertragen worden in den letzten Jahren. Das stimmt doch einfach nicht, welches Bild hier gestellt wird. Und deswegen bitte ich auch da mal aufzuhören mit den Hinweisen nach Baden-Württemberg, weil auch hier in Hessen massive Einschnitte gemacht wurden. Und insofern finde ich das nicht fair. Wie das alles zustande kommt. Und Sie müssen schon den anderen Parteien überlassen, wo Sie Ihre Prioritäten setzen. Und ich glaube nicht, dass wir uns von Schwarz-Gelb anhören müssen, was das Einsparen betrifft. Sie haben die Schulden doch hier erst so hoch getrieben in den letzten 15 Jahren. Da sind Sie ein ganz schlechtes Beispiel dafür, für Finanzierungsleistung. Wir haben gesagt, es müssen Prioritäten gesetzt werden und man muss sich die Belastung doch anschauen. Deswegen haben wir doch auch gesagt, dass der Polizei- und Justizvollzug der Bereich ist, der am dringendsten ist. Wenn Sie Belastung haben, wo es nicht mehr geht, wo Krankenquoten steigen, wo die Menschen kein ordentliches Sozialleben mehr führen können, weil sie keine verlässlichen freien Zeiten mehr haben, dann muss man die Prioritäten dort so setzen. Das heißt den Abbau der 42-Stunden-Woche und das heißt aber auch bei Rahmenbedingungen schaffen, und ich habe es vorhin gesagt, Urlaubsweihnachtsgeld, all das gibt es nicht mehr in Hessen, so wie es mal war. Dafür ist eine Anerkennung für uns, der Dienst zu ungünstigen Zeiten, dass diese Zulage angehoben wird und wir haben einen moderaten Betrag genommen. Das will ich nochmal sagen, Herr Heinz, wir haben nicht einfach die Forderung der Gewerkschaft übernommen, sondern wir sind ungefähr, was Bayern betrifft, etwas drüber, weil wir das für zukunftsfähig halten und die richtige Anerkennung. Weil irgendwo müssen Sie das auch mal wirklich anerkennen und nicht nur in Sonntagsreden dann sagen, das ist alles ganz großartig, was hier geleistet wird, sondern dabei muss auch was rüberkommen. Und den Weg, den Sie gewählt haben, zu sagen vor einer Wahl in diesem Jahr, wir machen erhöhte Beförderungsstellen, wir geben ein paar mehr RALver-Stellen, das hat zu noch mehr Unmut geführt zwischen den Präsidien, weil das aus meiner Sicht der ganz falsche Weg war. Die Beförderungssituation kriegen Sie mit einmaligen Zuschüttungen von RALvern nicht in den Griff. Dafür brauchen wir eine zukunftsfähige Lösung, dass es nicht so ist, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen nach 5, 6 Jahren vielleicht noch von der A9 in die A10 kommen, dann aber überhaupt nicht mehr. Das ist doch das Demotivierende, was vielerorts jetzt vorherrscht, sondern Sie müssen sich da eine langfristige Lösung überlegen. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam mit der Gewerkschaft und den Beteiligten auch einen Weg finden. Meines Erachtens braucht es ein eigenes Laufbahnrecht für Polizei, um den Besonderheiten auch entgegentreten zu können und da etwas zu schaffen, damit wieder Motivation vorherrscht, weil sie braucht doch Perspektiven. Sie müssen wissen, für was sie sich anstrengen. Und ich glaube, dass es gut wäre, ein eigenes Laufbahnrecht zu erfassen, wo man einmal an die Funktionsstellen ran kann, noch zusätzlich zu definieren, wo man Zwischenschritte einlegen kann und dann auch Perspektiven wieder zu schaffen, weil sie können sich das nicht so lange angucken und so tun, als wenn das alles in Ordnung wäre, wenn man dann vor den Wahlen mal ein paar Elferstellen dazu gibt. Ja, also zunächst einmal ist es ja so, dass wir das aus anderen Bereichen auch kennen. Also da, wo Einkommen erzielt wird, sage ich mal, bei Arbeitnehmern, so führt das auch zu Rentenversicherungsbeiträgen, führt das auch sozusagen automatisch bis auf wenige Ausnahmen dazu, dass das dann auch entsprechend wirksam wird. Unsere Vorstellung als Linke ist die, dass wir nicht alles bis im Detail mit Zulagen regeln, sondern dass wir im Kern eine angemessene Besoldung haben. Und dazu gehört aber,
in der Differenzierung im Bereich der unterschiedlichen Beamtenverhältnisse, also nicht Verhältnisse, sondern der Tätigkeiten, die wir in Hessen haben, ja, Polizeibereich, Lehrer und so weiter, Justizvollzug, klassischer Verwaltungsbereich, dass man unterschiedliche Belastungen, und bei der Polizei ist das ja so, auch entsprechend finanziell ausgleicht. Und alles, was sozusagen an Besoldung zuwächst, das geht sowohl Dienst zu ungünstigen Zeiten, das gilt sowohl für die Polizeizulage, sind Besoldungsbestandteile und müssen deshalb unserer Meinung nach auch urgehaltsfähig sein. Sie sind sozusagen Leistungen, die erbracht werden und die dann auch später in die Pension mit einfließen müssen. Das ist die Grundsatzposition. Dabei bleiben wir und auf der Grundlage haben wir auch immer wieder Anträge gestellt. Über die Höhe müssen wir noch diskutieren. Da sind wir noch nicht abschließend, sage ich mal. Da kann ich jetzt nicht die Summe sagen, aber da sind wir sehr daran interessiert, das habe ich auch Jörg Buchmüller schon mal vor einiger Zeit gesagt, sozusagen die gewerkschaftlichen Vorschläge da aufzugreifen und aufzunehmen. Und ich sage mal an der Stelle, ich finde, da gibt es gar keine Alternative dazu, sondern das ist eine angemessene Forderung und die muss erfüllt werden im Hinblick. Ja, nein, sag's mal andersrum, ich wollte es eigentlich nicht so sagen, aber weil wir mindestens mehrmals im Jahr, ich sag's mal vorsichtig, erleben, wie die Regierungsfraktionen oder auch der Innenminister sich bei den Polizeibeamtinnen und Beamten bedanken für ihren schweren Dienst im Landtag und für dieses und jenes und so weiter. Und es kommt regelmäßig dann dazu, dass ich die Frage stelle, ja und wie ist das sozusagen denn auch materiell, weil es reicht ja nicht aus, dass man sich ständig sozusagen bei Ihnen bedankt vor der Kamera und dann aber nichts rüberkommt. Und wir sind dafür, dass das rüberkommt. Ja, was die Dutz angeht, muss ich sagen, ist das, haben wir sehr viel Sympathie dafür, das anzupassen. Kollegin Feser hat das gerade gesagt, seit 2004 hat es da keine Anpassung gegeben und ich glaube, dass man denen schuldig ist, die zu ungünstigen Zeiten Dienst tun, das auch angemessen zu honorieren. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, der Jörg Brüchmüller hat da mal eine Nummer genannt, die ist relativ hoch. Es gibt eine Regelung, die Bayern dann gemacht hat, die ist etwas niedriger und ich könnte mir vorstellen, dass man sich in Richtung der bayerischen Lösung eine Erhöhung der Dutz ungefähr, dass man sich in diese Richtung bewegen könnte und dann glaube ich, ist man zumindest dem Grundanliegen der Gewerkschaft in diesem Bereich näher getreten und hat gesagt, wir haben das angemessen angepasst. Das wäre meine Position, was die Dutz betrifft. Das andere ist die Frage der Zulage. Da haben wir ja lange drüber diskutiert, die Frage, wie sieht es aus mit der Ruhegehaltsfähigkeit von Zulagen, wie ist denn abgeschafft worden. Und in der Tat ist es so, dass ja eine Zulage, das gilt ja nicht nur für Polizei, sondern auch in anderen Bereichen, dass eine Zulage bezahlt wird für eine gewisse Erschwernis, die man hat, die nicht über die normale Tabelle, Gehaltstabelle erfüllt wird, sondern die dann obendrauf kommt, weil man diese Arbeit mit Erschwernis ausführt. Und wenn man diese Arbeit dann nicht mehr ausführt, das heißt, man ist im Ruhestand, dann entfällt natürlich auch die Grundlage dafür zu sagen, ich bezahle auf diese Zulage dann auch noch sozusagen die Versorgungsbezüge. Das ist eine Auffassung, die, glaube ich, einleuchtet ist. Es ist im Übrigen auch, wir haben vom ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch noch eingesetzte Mediatorengruppe gehabt, die sich mit der Frage des Dienstrechts beschäftigt hat und finde ich auch ganz interessante Vorschläge gemacht hat, was die Reform des Dienstrechts angeht. Ein Teil ist ja aufgegriffen worden in den Gesetzentwurf, den CDU und FDP im Landtag eingebracht haben, der ist mittlerweile auch verabschiedet. Und eine der Aussagen auch der Mediatoren, die überparteilich waren, alles bestandene, gesetzte Politiker, die war auch so, dass man gesagt hat, ja, es ist eigentlich nicht sinnhaft, Zulagen zu bezahlen. Und wenn der Grund für die Zulage entfällt, dann das auch noch gehaltsfähig zu machen. Und in Anbetracht der Tatsache, wir haben ja vorhin mal kurz über Haushalt geredet, glaube ich auch, dass man sich glaube auch nicht, dass man das auch nicht machen sollte, sich bei solchen Veranstaltungen hinzustellen und zu sagen, im Himmelsjahrmarkt, wir verteilen jetzt mal ordentlich. Das finde ich ist unredlich und ist unehrlich. Irgendwie muss das auch gegenfinanziert werden. Wir haben vorhin geredet über die Rückführung 42-Stunden-Woche, wir haben geredet über die Dutz.
Wir werden mit Sicherheit auch noch über andere Themen diskutieren im Bereich der Polizei, die auch Geld kosten. Und ich finde, da kann man sich nicht hinstellen und das Blaue vom Himmel versprechen. Ich will mal eine Zahl sagen. Wir haben Rückstellungen im Landeshaushalt. Rückstellungen, das heißt nicht richtig mit Geld, sondern buchhalterische Rückstellungen. In der Größenordnung von 42 Milliarden Euro alleine für Pensionslasten. Da kommen jedes Jahr noch einmal zusätzlich 2 Milliarden obendrauf für Pensionslasten. Wir haben vorhin die Kolleginnen und Kollegen gesehen, die ihren Wechseldienst- und Wechselschicht-Problematik erzählt haben. Da war eine Kollegin dabei, ich glaube, die hatte zwei oder drei Kinder. Ich glaube, wir können es auch nicht den Kindern, unseren Kindern und unseren Kindeskindern zumuten, dass die für uns nachher die Suppe auslöffeln in dem Bereich, was die Staatsverschuldung angeht. Ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein und sagen, es geht eben nicht alles. Wenn wir mal eins vorneweg sagen, ich freue mich ungemein, weil Chance habe ich nicht anders erwartet, dass man natürlich alles machen muss. Wir haben es ja noch nicht gesagt, im Jahrmarkt, Frau Faeser oder Frau Emmerich, da will ich mich ausdrücklich bedanken, haben wir wenigstens nicht alles versprochen, was man für wünschenswert halten könnte. Aber mal klare Zusagen, auch nochmal anknüpfen an die letzte Diskussionsrunde zur 40-Stunden-Woche. Natürlich ist mir bekannt, dass es die Forderung nach der 40-Stunden-Woche schon länger gibt. Was für mich die neue Erkenntnis aus dieser Veranstaltung ist, und das wiederhole ich nochmal zur Klarstellung, ist die absolute Priorisierung dieses Themas durch Sie. So ist das bei mir angekommen, so werde ich das mitnehmen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Themen. Und egal welches Thema wir dort ansprechen, ob das Dutz ist oder was auch immer, bleibt immer die Frage der Gegenfinanzierung und die Frage, was können wir aus den vorhandenen Mitteln finanzieren. Also wird das dort in die Abwägung hineinkommen und der Haushalt 2013, 2014 ist verabschiedet. In dem ist kein Geld für die Erhöhung der Dutz. Das ist eine völlig klare Geschichte. Insofern wird es auch Frau Kollegin Faeser nicht überraschen, dass der Gesetzentwurf zu der entsprechenden Anpassung keine Chance auf Realisierung im Landtag haben wird. Frage der Pensionsansprüche, sprich in diesem Fall konkret der Ruhegangsfähigkeit der Polizeizulage. Ich war da lange schwankend. Ich bin aus Gründen, die Herr Kollege Vollmrich, das finde ich sehr interessant, hier auch dargelegt hat, mittlerweile so weit, dass ich sage, wir befinden uns nicht in Zeiten, in denen wir ernsthaft über die Ruhegehaltsfähigkeit vor Zulagen reden können, wie insbesondere der Polizeizulage. Das hat auch etwas mit der Frage der Lasten zu tun, es hat etwas mit der Frage der Pensionslasten zu tun. Die Zahlen anwachsen des Pensionsfonds bzw. der Rückstellung für Pensionen ist auch schon erwähnt. Das reicht noch lange nicht aus im Übrigen. Und da ich es vermeiden will, dass wir in eine andere Diskussion geraten, wie sie der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg ja jetzt angeschoben hat, Herr Kretschmann, dass man herangehen will an die Kürzung der Beamtenpension. Weil ich diese Diskussion dezidiert nicht haben will, sage ich dann, lasst uns erstmal darüber reden, dass man in der Tat nicht nur aufsattelt auf die Pensionslasten, sondern dass wir versuchen, die Pensionslasten so in den Griff zu kriegen mit dem Aufwachsen der Rückstellung, dass wir auch in Zukunft die Pensionen, so wie sie heute gelten, garantieren können. Also ich habe ja einiges jetzt gerade zu Ende gehenden Wahlperiode gemacht. Da ist alles dies nicht passiert, sondern wir haben jetzt von der vorvorletzten gesprochen, also von 2003 bis 2008. Und da hatte ich ja schon gesagt, einiges würde ich zumindest heute nicht mehr so machen wie damals. Einmal von den Inhalten und auch nicht von der Kommunikation oder vom Stil der Kommunikation, aber das ist vielleicht eine Typfrage, dass jeder etwas anderer Typ. Nur, Herr Frömmrich, da waren schon einige logische Brüche auch drin in Ihrer Argumentation eben. Sie sagen, erst das war eigentlich alles falsch und sagen Sie, jetzt machen wir unsere eigenen Leute, machen eigentlich das, was die Hessen schon früher gemacht haben und ich will da nicht drauf rumreiten, aber wenn jetzt dort in Stuttgart oder in Düsseldorf vor der Staatskanzlei 30.000 Beamte demonstrieren, kann ja bei Rot-Grün dort, wo die regieren, auch nicht alles im Sinne immer des öffentlichen Dienstes sein. Und gestatten Sie mir noch einen Schlenker, das hat Frau Faeser als großes Wort ebenso gelassen ausgesprochen, so nach ein, drei Viertel Diskussion, man kann über alles reden, man kann auch über eine Laufbahn P für die Polizei sprechen, das haben wir, weiß ich sogar selbst noch Beamte im Innenministerium, mit der überparteilichen Mediatorengruppe lang und breit gemacht, mit eigenen Laufbahnen
hat man vier Vertreter von den vier demokratischen Landtagsfraktionen dabei. Am Schluss haben die Mediatoren gesagt, Vorsicht, Vorsicht, ja, man kommt in ganz neues, schwieriges Fahrwasser. Weil man kann natürlich den großen Block A9 bis A11, der das Gros der hessischen Polizei ausmacht, rausnehmen und kann das in fünf Stufen aufbauen, das P nennen. Aber man kommt in neue Schwierigkeiten. Wenn man geheim was nehmen will, muss man auf Zwischenstufen irgendwo was draufpacken. Und dann ist immer die Frage, wo fängt es an? Wie ziehe ich Funktionen in Dienststellen, die jetzt über viele Jahre gewachsen sind, sich gerade gefunden haben, wie ziehe ich die wieder auseinander? Dann schaffe ich neue Hierarchien innen drin. Es wird dann auch Hunderte, wenn nicht gar Tausende geben, die am Schluss dann einen Nachteil davon haben. Das sagt niemand. Oder man schüttet deutlich mehr Geld in das System rein, gibt allen irgendwie mehr. Dass alle mehr bekommen haben, haben wir einmal gemacht in Hessen, mit der zweigeteilten Laufbahn. Davon haben wir unterm Strich alle Beamtinnen und Beamten, die damals im System waren, haben erheblich profitiert. Man kann das jetzt gesondert nochmal machen mit einer eigenen Laufbahn, aber auch da zählt dazu, es wird eine erhebliche Haushaltsrelevanz haben. Es wird zu neuen, auch gefühlten und tatsächlichen Ungerechtigkeiten führen in der Praxis, weil man nicht jedem Einzelnen so gerecht werden kann. Es wird in so einem System wird es Gewinner und Verlierer am Ende geben. Und man betritt wieder eine völlig neue Materie und bringt in eine Besoldungsstruktur, wo einigermaßen nach der Umstellung auf die zweigeteilte Laufbahn eine gewisse Ruhe vielleicht reinkommt, wühlt man komplett neu auf. Man kann das machen. Damals erfahrene, auch Ex-Minister aller Parteien, haben gesagt, aus ihrer langjährigen Erfahrung würden sie davon am Ende, wären sehr vorsichtig bei dieser Frage.